Hallihallo, ja, long time no see. Aus gegebenem Anlass zum Release, was ja schon ein, zwei Wochen, glaube ich, her ist, aber trotzdem zur Sony ZV-E10. Ja, habe ich natürlich auch direkt zugeschlagen, habe noch einiges anderes an Technik aufgerüstet oder Technikzubehör und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! So, erstmal habe ich investiert in ein riesen Stativ bei Rollei. Also nichts von den Sachen ist hier irgendwie gesponsert, alles selber bezahlt, selbst gekauft, selbst ausgesucht und so weiter und so fort. Ich mache auch so ein paar Timestamps in die Videobeschreibung. Könnt ihr gucken, was euch interessiert. Bei Rollei kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die haben ganz oft so richtige Rabattaktionen, ja. Und da bin ich jetzt einfach mal schwach geworden und habe hier so ein riesen Videostativ geholt. Das ist natürlich für die Kameras, die ich benutze, schon überdimensioniert, das ist aber auf jeden Fall stabil. Es geht sehr hoch im Vergleich zu den Fotostativen, die ich habe. Und als festes Stativ hier für zu Hause oder für, wenn man ein Studio hat oder so, glaube ich, ist das ganz gut. Und jetzt packen wir es auch direkt mal aus. Was ich auch cool finde, dass es halt so eine richtig hochwertige Tasche dabei hat, was man oder was ich zumindest wahrscheinlich nicht brauchen werde, weil wie gesagt, das ist auch relativ schwer, ja, dass man das jetzt andauernd mitschleppt, glaube ich nicht. Es hätte zwar hier so eine Ösen, um einen Tragegurt mit dran zu machen, aber ja. So. Da ist schon mal einmal der Griff. Upsa. Natürlich. Tschara. Mein lieber Gott. Jetzt. So. Da ist es auch schon. Und zwar sind hier so Klipse dran. Da kann man das schon mal aufmachen, dass es überhaupt auseinander geht. Leider sind mir ein paar Clips verloren gegangen beim Import und deswegen haben wir jetzt noch mal neu was dazu gedreht. Alles in allem macht es auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck und man kann den Griff zum Verstellen auch auf beiden Seiten, also einmal für Rechts- und für Linkshänder montieren. Das finde ich auch super. Da ist auch noch so eine Klammer, das wird wirklich richtig fest und stabil. Ich bin auch mal gespannt, wie hoch sich das tatsächlich dann am Ende ausfahren lässt. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Und die oben diese große Kameraplatte, da habe ich später festgestellt, dass meine Kamera tatsächlich sich darauf nicht befestigen lässt. Aber ich habe ein anderes Gewinde noch von dem Gimbal, was ich habe. Und dann habe ich das ausgetauscht. Und dann ging das eigentlich wunderbar. Es ist wirklich alles super hochwertig. Und für den Preis kann man absolut gar nichts sagen. Ich freue mich schon auf ganz viele Videos damit zu drehen. Und ja, jetzt gehen wir auch schon zum nächsten. So, als zweites habe ich mir jetzt mal hier einen Hintergrund gegönnt. Da wir den, oder da ich den zumindest nicht immer offen haben werde und im Raum haben will, habe ich mich dafür entschieden, einen zu nehmen, den man halt so zusammendrehen kann. Ne? Da ist er auch schon. Und jetzt, um Gottes Willen. Da, oh Jesus. Da ist er. Der ist jetzt, habe ich glaube ich auch bei Rollei mitbestellt, 1,50 m auf 2 m und ist auf der einen Seite grün. Und auf der anderen Seite ist er blau. Ja. So, und jetzt aber tatsächlich zu den interessanten Sachen.
Und zwar habe ich das jetzt in Frankfurt gekauft bei GM Foto. Ich habe, wie die meisten das wahrscheinlich auch machen, bei Fotomundus und bei Fotohama und bei wie sie alle heißen, geguckt, verglichen. Es ist alles sehr, sehr ähnlich, aber aktuell ist die halt nicht mehr lieferbar. Und das dauert zwischen 2 und 4 Wochen, bis die überhaupt wieder lieferbar ist oder die denken, dass sie lieferbar ist. Und ich habe mir ja auch am Anfang vom Sommer oder schon davor, also im Mai, habe ich mir einen neuen Grill bestellt. Und der ist zum Beispiel jetzt Ende August immer noch nicht da. Und da war auch, ja, 1-2 Wochen dauert das. Deswegen bin ich da sehr skeptisch geworden und habe mich dann für jemand Lokales entschieden, wo ich wusste, die Sachen sind auf Vorrat und ich kann hin und es einfach holen. Ja, da ist er auch schon. Und ich habe dieses Package genommen mit noch dem Mikro und dem Griff, aber ohne Objektiv, weil der große Vorteil, wie ihr wahrscheinlich alle schon wisst, ist ja, dass ich hier die Objektive wechseln kann. Und da wollte ich auf gar keinen Fall noch ein Kit-Objektiv. Ich habe auf der jetzt noch das Kit-Objektiv, was bei der damals dabei war, drauf. Aber in dem Zuge werdet ihr gleich sehen, auch noch 2 neue Objektive geholt. Also wie gesagt, hier einmal der Griff. Und das Mikro, das war jetzt dann ein Set. Ich kann euch auch mal den Preis einblenden. Und genau, also was ich ein bisschen komisch finde, bis jetzt, also Alpha 7.3 und so weiter, also das sind noch so Namen, die man sich gut merken kann. Aber ZVE 10 finde ich auch schon nicht ganz so sexy irgendwie. Aber dann diese Sachen hier, GPVP T2BT, das also finde ich sehr kompliziert. Genauso wie ECM B2BT. Also BT mit wahrscheinlich Bluetooth und es hat alles seine Berechtigung, weil es irgendwas bedeutet. Aber das hätte man auch irgendwie ein bisschen ja, mehr sexy machen können. Aber gut, okay. Das packen wir jetzt einfach mal aus. So sieht es einmal aus. Das Wichtigste. Ein Body. Die gibt es ja auch in weiß, aber bei mir ist alles schwarz, also habe ich da jetzt auch nicht viel drüber nachgedacht. Ja, schon hier Flippy Screen. Das war für mich auch eine Hauptentscheidung tatsächlich. Also ich wollte eine Zweitkamera und es sollte aber auch nicht nochmal ein Preis von der Hauptkamera investiert werden. Aber ich wollte auf jeden Fall Wechselobjektive und da die Zweitkamera hauptsächlich zum Filmen ist, dass ich zum Beispiel wie jetzt einen zweiten Engel noch mal machen kann, hat das dann eigentlich ganz gut gepasst. Ja. Habe auch viele, viele Videos geguckt. Wenn ihr euch mehr für technische Sachen oder sowas interessiert, kann ich euch gerne noch mal ein paar Videos empfehlen, die ich mir angeguckt habe, die mir geholfen haben. Gibt es auf Deutsch, auf Englisch. Das macht ja zurzeit, machen das ja ganz viele zu der Kamera. Der Fototrainer hatte auch letztens noch so einen Livestream dazu. Das fand ich auch ganz interessant. Auf jeden Fall ja, klein und handlich, aber auch nicht zu klein. Schon irgendwie was Gescheites, dass man das Gefühl hat, man hat was in der Hand, auch besonders, wenn dann vorne dran noch ein Objektiv kommt oder so. Aber eben doch Fokus für mich ganz klar auf dem Thema Video und Handlichkeit. Und da die 7.3 das nicht hat, wollte ich auf jeden Fall einen Screen, den ich nach vorne dann klappen kann und damit ich mich auch selber nochmal sehen kann. Ja. Dann ist hier dieser Noise Puschel. Dann haben wir hier ganz wichtig Reise, Strom, ein Akku ist mit dabei. Dann dieses Special-Lade-Ding, damit man aus der Kamera laden kann. Das benutze ich gar nicht. Ja, noch ein USB-C-Kabel. Hat man mittlerweile, glaube ich, auch echt genug. Dann noch ein Gurt, ne? Benutze ich aber auch nie. Also das brauche ich eigentlich alles nicht. Habe eigentlich einfach wirklich nur hier den Akku, den Windpuschel, den würde ich, denke ich mal, auch nutzen und die Kamera selber. Ne? Dann geht das hier unten auf. Da ist auch der Kartenslot direkt neben dem Akku. Gucken wir mal, ob der schon ein bisschen Saft hat. Lock. On. Meistens tatsächlich kenne ich das schon so, dass die ein bisschen Strom schon mitbringen, die Akkus, aber der ist tatsächlich
tot. Aber da können wir auch dann nochmal weiter reinschauen. Wenn ich ein bisschen Feeling für die Kamera habe, können wir gerne auch nochmal dazu ein kleines Video machen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das für euch überhaupt interessant wäre. Auch vielleicht nochmal aus einer nicht so sehr technischen und ein bisschen mehr so Daily Use Blickwinkel. Ja, ob das für euch passt. Dann wollte ich auf jeden Fall das ausprobieren. Ich habe einen Gorilla-Pod, aber es liegt mir einfach nicht so gut, mag ich nicht so gerne einfach von der, wie sich das auch anfühlt in der Hand. Und dann habe ich von anderen auch noch kleine Tischstative und so weiter, aber das fand ich jetzt gut, dass das mit Bluetooth verbunden ist, dass man darüber auch die Kamera bedienen kann und. Und ich hatte den im Laden kurz in der Hand und finde, dass der auch sehr angenehm einfach in der Hand liegt. Da ist er auch schon. Und wie gesagt, also finde ich gut in der Hand, hat dann wie gesagt über Bluetooth, das finde ich auch super praktisch, ne? Keine Kabel, nix, kann man direkt schön dran machen. Und was ich auch erst erfahren hatte, da hatte ich es schon gekauft, das, was halt auch praktisch ist, ich kann über hier so einen kleinen Knopf, ja, die Kamera auch dann einfach direkt umdrehen, ja. Also muss jetzt nicht dann irgendwie mich so verrenken oder was weiß ich, ich kann den Griff immer gleich in der Hand halten, kann sagen, okay, super, jetzt einmal switchen, ne, und dann habe ich sie so rum und das passt dann auch. Also finde ich auch super. Ich glaube, dass das viel Spaß macht damit und man kann es ja, wie gesagt, auch nochmal so auf den Tisch stellen, fällt auch nichts um. Also finde ich auch mega gut durchdacht, ja. Dann, oh, das wusste ich gar nicht. Okay, also es ist auf jeden Fall, das wusste ich, dass der Griff, der braucht eine Batterie. Das gibt hier so eine kleine Knopfzelle. Aber es ist auch hier ein Beutelchen dabei. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Dann kann man es noch ein bisschen schützen. So, jetzt noch das letzte von dem Set sozusagen. Da gibt es jetzt noch das Mikro. Ist ja aus zwei Teilen. Das ist ja auch nochmal hier mit so einem kleinen Puschelchen. Da haben wir nochmal ein altes USB-Kabel. Genau, hier sind nochmal Made in Malaysia. Noch ein Kabelchen. Und hier ist wahrscheinlich jetzt die Magic drin. Auch in einem Beutelchen. Eigentlich ganz süß. Es ist so nicht ganz so hochwertig wirkender, aber so Fließstoff irgendwie, ne? Gucken wir mal. Ah, da ist es auch. Schon zusammengeklipst. Da freue ich mich auch drauf, dass der Fokus sich verändert mit der neuen Kamera. Genau, und da haben wir dann einmal zum Anklipsen das Mikro, ne? Und einmal, wenn ich das hier aus dem Schuh rausmache, zack, mit diesem intelligenten, um auf die Kamera drauf zu stecken. Ja, also da bin ich auch mal sehr gespannt, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe das bis jetzt immer einzeln gemacht, also das Bild ausschließlich über die Kamera. Und ich habe mir dann nochmal mit dem Handy verbunden, so ein Lavalier-Mikrofon, und dann musste man es in Post nochmal zusammenschneiden. Und ja, ich hoffe tatsächlich, dass mir das ein bisschen was erspart, weil ich gemerkt habe, dass ich mich oft davor drücke, die Videos zu schneiden und dann hochzuladen, das Video filmen. Das macht mir sehr viel Spaß, mache ich auch. Ich habe auch ganz viel noch Raw-Footage auf dem Rechner, aber das dann wirklich zu bearbeiten und dann noch den Ton und dann noch Color Grading und, ja. Und ich bin auch zum Beispiel im Color Grading ganz, ganz schlecht, also ich mache das noch nicht so lange. Und es braucht dann alles sehr viel Zeit und dann vergeht mir so ein bisschen die Laune und deswegen versuche ich jetzt alles möglichst, ja, nice and easy und hinzubekommen, dass möglichst viel direkt out of camera schon gut ist und deswegen auch der Ton. Ja, hoffen wir, das klappt. So, und was man natürlich dann noch zusätzlich braucht, weil da ist ja immer nur ein Akku dabei, habe ich, und das kann ich sehr empfehlen, von Amazon oder von dem Anbieter eurer Wahl, habe ich mir halt noch zwei zusätzliche Akkus gekauft. Ja. Und da kann man auch Glück und Pech haben. Und nicht von jedem Anbieter, die funktionieren auch lange. Also ich habe mir für die Canon, für die kleine,
hatte ich mir auch Drittanbieter-Akkus gekauft und der ging, ich glaube, zweimal laden. Der geht immer noch laden, aber die Kamera erkennt den jetzt nicht mehr, ja. Und die von Blumex, die sind bis jetzt, also das funktioniert richtig gut. Ich finde, man merkt schon einen kleinen Unterschied zu den Originalakkus. Aber für den Preis und dass man halt ja mit einem Objektiv und der Kamera und Stativ und so weiter hat man schon so viel Geld ausgegeben, da tun es die auch erstmal, ja. Was mir aber auch noch besonders da auf der Seele gelegen hat, ist das Thema Ladegerät. Und da habe ich hier so ein Charger Kit noch gekauft. Das habe ich bis jetzt für alle gemacht. Genau. Ja, und jetzt ist das da so drin. Und jetzt muss ich nicht in der Kamera laden, sondern kriege die Akkus halt so einfach hier mit einem Stromkabel. Kann es ganz normal laden. Und ja, deswegen, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Da ist dann auch alles Mögliche dabei. Man kann es auch im Auto laden. Also das wollte ich auf keinen Fall mehr missen, weil das wirklich einfach viel praktischer ist. Ja. Es gibt die auch mit mehreren Stationen, dass man mehrere Akkus gleichzeitig laden kann und so. Aber jetzt für den Anfang reicht auf jeden Fall erstmal das und ist allemal schon besser, als es in der Kamera zu laden. Das gefällt mir ehrlich gesagt nämlich gar nicht. Dann, was ich immer mache, sind noch Schutzfolien, ja, für die Kamera, für das Display. Das mache ich immer, weil da ist ja jetzt noch nicht mal mehr von Werk so ein Schutz drauf, da ist ja gar nichts. Und das tut mir immer in der Seele weh. Also das ist das Erste, was ich mache, Handys, Tablet, alles, sogar Laptop, ja. Die Kameras besonders, sogar der Thermomix, der Kindle, alles hat immer eine Schutzfolie. Deswegen habe ich dafür auch eine Schutzfolie bestellt. Dann hatte ich bisher hier so ein kleines Mäppchen, wo dann die ganzen Speicherkarten hier in so Dingern drin sind, die fallen raus. Dann für die kleinen, für die Mavic zum Beispiel, ja, oder die Actioncams, das passt da alles nicht rein und das fällt da rum. Und also ich finde es ganz furchtbar, man verliert total den Überblick. Und ist auch nicht wasserdicht. Und jetzt habe ich mir hier in dem Zuge des Bestellwahns noch so eine andere Case bestellt, die wasserdicht ist durch diesen Ring. Ja, ich glaube 10 € hat es gekostet. Und man kann halt kleine und große Karten, oder was heißt große, ne? Die normalen, die ich so brauche, diese ganz großen alten habe ich gar nicht mehr, aber die, die ich habe, passen auf jeden Fall jetzt alle da gut rein. Hat es auf einen Blick. Wie gesagt, das ist wasserdicht. Das war mir jetzt auch wichtig und das ist halt irgendwie auch stabiler und halt für einen besseren Überblick, ja, als so ein 1000 Hefter. Also da freue ich mich auch tatsächlich sehr drüber. Habe ich lange überlegt und was mich halt auch ärgert, ich habe jetzt, als ich das gesucht habe, das auf Amazon zum Beispiel auch wieder gefunden und es kostet einfach das Gleiche. Ja, also das kann ich wirklich nicht empfehlen, so ein weiches Teil hier mit diesen 1000 Layern zu suchen, zu kaufen. Aber da glaube ich, das ist schon nicht schlecht. Vor allem kann ich hier sogar noch irgendwie das festmachen und in der Tasche, dass auch nicht verloren geht und alles. Also das glaube ich, ist top. Dann natürlich, was bestimmt auch einige interessiert, haben wir nämlich noch 2 Objektive gekauft. Und ich habe von Valimax mir auch hier diese UV-Filter so rum dazu gekauft, weil, also erstens mal finde ich das, also UV-Schutz, man unterschätzt es sehr, ja. Und ich meine, ich habe jetzt auch mittlerweile relativ lange schon eine Brille. Und ich merke da auch den Unterschied, je nachdem, was für ein Glas ich da nehme, also ob das mit einem Blaufilter ist, ob das mit einem UV-Schutz ist und so weiter. Und alles, was geht für echt ein kleines Geld, ja, also das mache ich auf jeden Fall. Und mir ist auch schon, das kommt nicht oft vor, aber das ein oder andere Objektiv ist mir tatsächlich auch schon irgendwie beim Wechseln oder wenn es dann da stand und man hat es genommen, ist weggerutscht, runtergefallen. Und bis jetzt ist zum Glück noch keins kaputt gegangen, aber was schon passiert ist, dass vorne die Scheibe gerissen ist. Und da bin ich sehr froh, dass ich fast immer hier so einen Filter drauf hatte, weil dann geht die Scheibe kaputt erstmal und fängt mal das meiste ab. Aber das Objektiv selber bleibt halt dann unbeschädigt, ja, und unberührt davon. Und deswegen allein schon aus dem Aspekt kann ich das sehr empfehlen. Auch wenn man irgendwie im Wald geht oder so und irgendwie haut ein Ast da rein, hat mir jetzt auch letztens einer erzählt. Also das ganz große Empfehlung auf jeden Fall.
Also ich habe mich entschieden für Originalobjektive, die sind beide von Sony. Ich habe nämlich auch mitbekommen, dass es öfter mal auch bei anderen Objektiven von jetzt anderen Herstellern, die zwar auf die Sony auch passen, und das kann ich auch völlig verstehen, dass man das macht, ja, dass es da aber Probleme gab, wenn zum Beispiel die Kamera ein Update fährt und das Objektiv aber da noch nicht passt und dann kannst du manchmal ein paar Monate dein Objektiv nicht benutzen. Dann war der Preisunterschied nicht so hoch und habe ich gesagt, okay, komm, egal, dann let's go original. Da habe ich mich jetzt einmal für das 50mm 1.8 entschieden. Das ist ja eigentlich so zum Videofilm und so weiter, so, da macht man gar nichts falsch. Das gehört eigentlich in jede Videografen-Grundausstattung. Zumindest das ist so meine Meinung. Und ja, haben wir auch hier. Grusel. Natürlich auch eine Sonnenbrille. Und da ist das kleine Stück. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, freue mich total, da jetzt auch noch ein bisschen immer wechseln können, spielen können. Ja, das ist einmal das gute Teil. Ja, ist eigentlich auch verrückt, ne, was das ausmacht. Und das hat jetzt noch nicht mal 190€ gekostet. Und fand ich jetzt okay. Genau, wie gesagt, dann hier kommt halt dann auch noch direkt dieser Filter drauf. Der ist dann einmal so. Und der wird dann vorne einfach drauf geschraubt. Ne? Am besten auch relativ zügig, weil dann ist es alles noch schön sauber. Und dann kommt kein Staub dazwischen. Ja, zum anderen haben wir ja das 1805. 4.0er ist das. Ich meine, das ist auch hier so ein G-Master. Freue ich mich auch total. Das scheint gar nicht so der Renner zu sein. Ich glaube auch hauptsächlich, weil das sich auch ein bisschen wieder mehr ans Film orientiert. Ja? Auch mit dieser Zoom-Wippe. Ich glaube, die meisten sind halt tatsächlich doch eher am Fotografieren oder die dann da die krassen Objektive holen. Oder selbst die Videografen holen sich eher Fotoobjektive. Aber ich habe viel Gutes gelesen und das probieren wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Nee. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit. Habe ich mir nämlich jetzt auch nochmal eine andere Maus gegönnt. Die ist auch schon in Benutzung. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Da gibt es mehrere, die so ähnlich sind. Da gibt es auch verschiedene Farben und so weiter. Ich habe jetzt, als ich wieder mehr geschnitten habe und habe mehr am Rechner gesessen, für eine Hochzeit jetzt zuletzt, da war es echt so, dass mir wirklich der Arm komplett wehgetan hat. Also ich bin es nicht mehr gewöhnt mit so komischen Mäusen. Und so eine habe ich auch auf der Arbeit. Und deswegen, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja. Jetzt tatsächlich. Oh nein! Eins habe ich noch. Jetzt habe ich tatsächlich das, in meinem Shoppingwagen noch ein Monitor-Mount, ja, also dass man einfach die Monitore dann aufhängen kann, dass die nicht mehr auf dem Tisch stehen. Wir haben durch den Umzug, wir haben sehr, wie sagt man das, also der Schreibtisch ist nicht so tief und jeder Platz ist da wirklich, muss man gut drauf aufpassen und ist da heilig. Wow. So, meine Güte. Das kann der Michael da machen. Mein Gott. Aha. Also hier, das soll dann die Monitore tragen und kann mich gar nicht bewegen. Ja, also das war tatsächlich jetzt auch nochmal so, dass ich gesagt habe, eigentlich in dem Zuge, wenn man jetzt wirklich mehr machen will
und wirklich auch das alles entspannt machen will. Vorher habe ich immer so verkrampft irgendwie da gesessen. Dann muss man wirklich gucken, dass die Arbeitsumgebung auch gut passt. Das Equipment ist nicht alles. Auf jeden Fall, wenn ihr wirklich nur Sachen kaufen, wenn ihr das Geld übrig habt, ja, also nicht irgendwie vom Mund absparen, also das ist alles nicht wert. Aber wenn man das kann, ja, und das mag, und dann let's go. Ich habe richtig, richtig Bock jetzt. Jetzt muss ich erstmal das ganze Chaos hier beseitigen. Und ja, wenn euch irgendwas davon besonders interessiert, dann dürft ihr mir das gerne sagen. Und dann können wir da gerne nochmal ein bisschen genauer reinschauen. Und dann können wir da gerne auch nochmal ein bisschen genauer in die Tiefe gehen und das explizit anschauen. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Und ja, ich habe auch noch viel Neonail-Nachschub. Also das, denke ich, wird das nächste sein. Ich hoffe, ihr habt Bock und seid jetzt mit dabei. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.